Der wichtigste Schritt im komplexen Vertrieb, den erfährst du jetzt. Vertriebsfunk, der Podcast zu den Themen Vertrieb, Recruiting und Karriere. Mein Name ist Christopher Funk, herzlich willkommen. Und wir sprechen heute über einen komplexen Vertriebsprozess, Verkauf an, also mehrstufiger Verkauf, wo du halt unterschiedliche Ansprechpartner hast. Man nennt es ja auch Buying Center, ne? Also du hast unterschiedliche Ansprechpartner, die unterschiedliche Rollen haben. Du kannst einen Einkäufer haben, du kannst den Nutzer haben, dann hast du denjenigen, der auf dem Budget sitzt, dann hast du vielleicht noch jemand, der das freigibt, dann hast du noch jemand in der Rechtsabteilung oder noch jemand von Compliance und jemand, der irgendwie noch aus dem Ausland das mitbestimmen muss. Das können mehrere Leute sein, die du im Prozess beeinflussen musst. Und der wichtigste Schritt dazu, ich gebe dazu auch einen Podcast, den ich aufgenommen habe, aber ich will das hier nochmal ganz kurz machen, also einen langen Podcast hier nochmal ganz kurz, weil es so, so wichtig ist. Und es ist eigentlich komplett logisch, aber die meisten Leute machen es nicht. Und wenn du bis zum Ende guckst, habe ich noch ein Goodie für dich. Da gibt es nochmal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du das für dich umsetzen kannst. Der wichtigste Schritt ist eine ordentliche Kundenanalyse. Jetzt sagen alle, ja klar, das ist ja logisch, habe ich schon mal gehört. Nur die meisten Leute machen es halt einfach nicht. Die meisten Leute kommen vom Kunden zurück, die haben mit einem Ansprechpartner gesprochen. Wenn es gut gelaufen ist, hat er gesagt, ja, super Lösung, gefällt mir, machen wir. Aber du weißt nicht, wie ist der Prozess? Ja, wer ist der nächste Entscheider? Wie wird es dem Entscheider präsentiert? Wen muss ich dazu einbriefen? Wann kommt der Einkauf dazu und so weiter? Und das ist halt idealerweise das, was du, nachdem du quasi das Commitment des Kunden eingeholt hast, also des Ansprechpartners, mit dem du im ersten Schritt gesprochen hast, idealerweise der Anwender oder einer der höheren Entscheider, auch es kann auch der oberste Boss sein, aber auch der, wenn es halt ein komplexer Vertrieb ist, kann es oft sein, dass, das ist mir auch schon passiert, dass sogar der oberste Boss das nicht durchgedrückt hat, weil er den Prozess nicht beherrscht hat. Ja? Und wir als Verkäufer müssen natürlich auch helfen, dass dieser Prozess dann auch durchläuft. Und wir müssen auch in der Lage sein zu entscheiden, okay, macht es überhaupt Sinn, hier weiterzumachen? Weil wenn das so kompliziert wird und so viele Fragezeichen sind, muss man sich auch immer überlegen, okay, gehe ich diesen Weg oder kann ich es vielleicht irgendwo anders einfacher haben? Ne? So, und die Aufgabe ist eigentlich, wenn du das Commitment des Kunden hast, für deinen Kopf eine Roadmap aufzustellen, eine Karte, wo du sagst, okay, von dem Commitment des Kunden heute bis zum Abschluss, das ist der Weg. Das sind die Punkte, die gemacht werden. Wie kriegst du das raus? Überraschende Antwort, durch Fragen. Fragen im Vertrieb hilft. Das heißt, du fragst einfach den Kunden, jetzt mal angenommen, okay, sie haben gesagt, sie finden das gut. Wie sind jetzt die nächsten Schritte von heute, bis dass wir die Lösung tatsächlich für sie umgesetzt haben und sie die zu ihrem Vorteil nutzen können? Und dann wird der vielleicht sagen, naja gut, das muss durch einen Einkauf. Und oft ist dann da, wo die Verkäufer schon aufhören, sagen, alles klar, wer ist der Einkäufer oder regeln Sie das? Und dann gehen die nach Hause, aber sie haben nicht verstanden, dass es vielleicht noch andere Themen gibt. Ja? Deswegen so lange nachfragen, bis du den Prozess wirklich verstanden hast. Manchmal kannst du das auch nicht im Erstgespräch machen, weil der Kunde irgendwann genervt ist. Aber es ist wichtig für dich, das rauszukriegen. Und ich habe das so oft erlebt, dass Verkäufer zurückkamen vom Kunden und gesagt haben, ja super, Kunde ist super happy, das wird 100% ein Deal. Und dann kamen so Fragen, okay, hat er denn ein Budget? Oh, das habe ich nicht gefragt. Ja? Ist das denn der alleinige Entscheider? Das weiß ich jetzt nicht so genau. Sind noch Wettbewerber im Spiel? Das hat er nicht gesagt. Ist es eine Pitch-Situation? Das heißt, gucken sie sich mehrere an oder sind wir die Einzigen? Das muss ich nochmal nachfragen. Ja? Und das siehst du schon, das sind alles Themen, wenn du die nicht kennst, dann kannst du auch gar nicht beurteilen, okay, kommt das jetzt diesen Monat oder nächsten Monat oder kommt es überhaupt? Ja? Und das ist auch ein Grund dafür, warum die Forecasts von Verkäufern oft so schlecht sind, weil sie einfach die Informationen nicht haben. Deswegen Kundenanalyse, das A und O, Fragen, Fragen, Fragen. Viele Verkäufer machen das nicht, weil die irgendwann Angst haben, dass sie auf den Punkt kommen, wo es nicht weitergeht und sich die schöne Illusion zerstören. Aber es ist halt entscheidend, wenn du wirklich dauerhaft erfolgreich werden willst. Wie so ein Gespräch ablaufen kann, kannst du dir im Podcast anhören, im langen Podcast. Da habe ich das nochmal aufbereitet für dich und wir haben dazu noch einen Fragebogen entworfen. Keinen Fragebogen, eigentlich haben wir so ein Gespräch runtergeplottet, wie das idealtypisch ablaufen kann. Nur mal für dich so als Leitfaden, was für Fragen du stellen kannst und wie du das dann, musst natürlich für dich umbauen für deinen Vertriebsprozess. Aber wie gesagt, ich würde sagen, 80% der Verkäufer machen das nicht ordentlich und das ist halt ein Riesenweg, wenn du
in einem mehrstufigen Prozess bist, um erfolgreich zu verkaufen. Das ist zum Beispiel auch eins der Themen, das wir in meinem Online-Programm, in meinem Seminarprogramm besprechen, wo es darum geht, wie du skalierbar deinen Vertrieb aufbauen kannst. Und das sind natürlich solche Themen, wie gehst du mit komplexen Kunden in komplexen Vertriebsprozessen um, auch mit drin. Wenn dich dieses Seminarprogramm interessiert, dieses Trainingsprogramm, packe ich dir auch einen Link unten rein. Da gibt es ein Gesprächsangebot und mehr Informationen. So, ich freue mich, dass du dabei gewesen bist. Denk dran, Fragen stellen, in deinem Kopf eine Karte haben für den Vertriebsprozess. Wenn du Fragen hast, frag in den Kommentaren über die üblichen Kanäle. Ansonsten wünsche ich dir einen erfolgreichen Tag und bis zum nächsten Mal. Gib alles. Dein Christopher Funk. Wenn du noch mehr lernen willst über Karriere, Vertrieb, mehr Umsatz und sicheres Wachstum, dann schau dir doch noch ein paar andere Videos an, die wir hier haben, oder abonniere den Kanal, dann wirst du automatisch informiert, wenn was Neues kommt und du verpasst keine Folge mehr.